Neue Challenge. Leute, das ist die Challenge. Wir essen 24 Stunden lang Essen der gleichen Farbe. Los geht's. Fangen wir mit Martin an. Wow, das ist ein riesiger Snickers. Er ist sogar zu groß für meinen Mund. Ich kann es mit einem Maßband prüfen. So. Er wird nicht passen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Genau. Samurai Martin ist bereit zur Arbeit. Ich werde Snickers in kleine Stücke schneiden, damit es leichter zu essen ist. Geschafft! Das war sehr cool! Jetzt kann ich leicht den ganzen Snickers essen. Ja, das ist lecker. Und das ist auch meins. Und das und das. Ich bin fertig. Lenze, jetzt bist du dran. Kein Problem. Ich habe hier blaue Tex-Chips. Ich werde gleich ein paar leckere Chips essen. Oh, es ist heiß. Aber sie schmecken so gut. Ich will noch mehr. Oh, sehr erfrischend. Sie sind wunderschön. Oh, sehr scharf. Sogar zu scharf. Leute, ich kann mich nicht zurückhalten. Oh nein, Nancy, hör auf. Oh, warum riecht es nach verbranntem Haar? Oh nein, ich brenne. Ich werde dich retten. Oh, geschafft. Thank you. Oh nein, Nancy brennt noch. Ich weiß, was zu tun ist. Aber einen Eimer Wasser unter meinem Stuhl. Das ist eine Menge Wasser drin. Das sollte helfen. Oh ja, endlich. Das war furchtbar. Takis, so stellt sich heraus, sind gar nicht so harmlos. Ich bin ganz nass. Das muss ich loswerden. Jetzt ist alles wieder gut. Vielen Dank für eure Hilfe. Jill, du bist dran. Hallöchen, mein riesiger Hubba-Bubba. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich so einen großen Kaugummi. Das ist aber weit weg. Okay, ich soll ihn bald probieren. Das ist sehr lecker. Ich kann nicht aufhören. Wow, Jill, wie hast du so viel aufgegessen? Ich mag einfach Kaugummi, also kann ich ihn unendlich essen. Seid ihr bereit, die größte Blase in eurem Leben zu sehen? Jill, hör bitte auf. Das ist schon zu viel. Oh, geplatzt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass es so passiert. Ich muss den Rest meines Kaugummis abmachen. Was ist mit meiner Nase los? Ist sie rosa? Und ihr habt die schwarze und die blaue. Anscheinend ist das eine Nebenwirkung, wenn man etwas der gleichen Farbe ist. Keine Sorge, es ist nicht für immer. Da sind neue Leckereien. Martin hat einen schwarzen Burger. Nancy hat ein großes blaues Eis. Und Jill hat einen großen rosa Donut. Wer fängt an? Jill. Also, guten Appetit. Jetzt werde ich schnell diese Köstlichkeit aufessen. Ich schneide ein Stück ab. Sieht wunderbar aus. Oh ja, Leute, glaubt mir, das ist super köstlich. Ich bin so froh, dass das alles für mich ist. Nun, ich bin fertig. Ihr könnt eure Gerichte probieren. Nancy, darf ich? Dankeschön. Ich bin so hungrig. Ich bin im Handumdrehen mit diesem Burger fertig. Aber vorher ziehe ich meine Handschuhe an. Das glaubt nicht. Man muss sie aufblasen. Oh, tut mir leid, Jill. Ich wollte es nicht. Aber jetzt kann ich sie anziehen. Geschafft. Wie soll ich ihn lieber abbeißen? Er ist zu groß. Ich muss ihn teilen. Denkt ihr, will ich einen Kaffee trinken? Nein. In dieser Tasse mache ich kleine Burger. Jetzt probiere ich sie. Oh ja, es ist sehr lecker und sehr bequem zu essen. Ich werde mir einen Haufen kleiner Burger machen. Wunderschön. Fertig. Oh, da sind noch ein paar Stücke in meinem Gesicht. Okay, jetzt bin ich satt. Nancy, du kannst diese Runde mit deinem Eis beenden. Also, ich muss mir einen Löffel holen. Aber, ja, dieser Löffel ist zu winzig. Ich muss etwas Größeres finden. Oh, dieser ist perfekt. So, oh, es ist zu schwer. Ich
Martin. Thank you. Mama, Martin, deine Ohren sind schwarz. Und deine sind blau geworden. Jill, und deine Ohren sind rosa. Das ist so cool. Hey. Mädels, wollt ihr einen Trick? Da ist der Finger, kein Finger. Und jetzt ist er wieder da. Oh nein, wo ist mein Finger? Komm zurück. Wow, wir haben neues Essen in der gleichen Farbe. Ich habe süße Rollen, cool. Und ich habe einen riesigen schwarzen Cupcake. Und ich habe ein riesiges rosa Makaron. Er ist schwer, aber ich kann ihn anheben. Ja! Oh nein, ich falle. Halt dich fest. Oh, danke. Ich soll ihn lieber essen. Aber wie soll ich es tun? Idee. Die magische Verwandlung von Jill in Jill Karate-Meisterin. Jetzt zeige ich meine Kampfkunstfähigkeiten. Kia! Fertig. Danke, Freunde. Und nun kann ich dieses schöne rosa Makaron probieren. Sehr lecker. Jill, ich wusste gar nicht, dass du so eine Naschkatze bist. Ich muss diese ganze Kraft irgendwie aufrechterhalten. Das war mein Superschlag. Und das Makaron hat sich in 4 Teile geteilt. Und ich esse weiter, denn ich kann nicht aufhören. Gut, ich bin satt und zufrieden. Ich kann mich zurück in Jill verwandeln. Martin, jetzt bist du dran. Ja, ich kriege jetzt schon Hunger. Ich fange mit der Creme an. Wie schmeckt es? Super, sehr lecker. Die Mädels haben was vor. Und was wird nach 3 passieren? Oh, Martin, du Arme. Ist dein Gesicht schon schwarz gefärbt oder ist das nur Creme? Das ist überhaupt nicht lustig. Ich bin jetzt ganz schmutzig und der Cupcake ist ruiniert. Die Creme drauf ist aber immer noch sehr lecker. Nice. Ich werde sie nicht mit euch teilen. Okay. Wie soll man die Stäbchen halten? No. Oh. Ach, das ist so schwer. Vielleicht so? No. Nein? Oh. Etwa so. Egal. Ich versuche es auf meine Art. Noch ein bisschen. Oh nein, gefallen. Oh, ich kann es ohne Stäbchen machen. Es ist am besten, mit den Händen zu essen. Oh ja, es schmeckt wunderbar. Sehr lecker. Martin, du hast hier die Creme. Oh, danke. Oh mein Gott. Hallo? Wie gefallen euch meine neuen Augen? Sehr lustig. Das letzte Auge ist noch übrig. Ich esse es Stück für Stück. Zuerst Weingummi und dann das Auge. Wow, mein Körper ist blau geworden. Meiner ist schwarz und Jill ist rosa geworden. Das ist ja cool. In dieser Runde hat Jill eine rosa Pizza, Martin hat schwarze Nudeln, Nancy hat nette Pfannkuchen. Probier sie schnell. Sie riechen wirklich gut. Und hier oben gibt es Blaubeeren, die ich so gerne mag. Sehr lecker. Wollt ihr Blaubeeren? Okay. Okay. Jill, fang. Yummy. Martin, du hast nicht gefangen. Und jetzt fange ich eine. Sehr lecker. Ich nehme noch einen Pfannkuchen. Schaut, wie ich das kann. Lächeln für alle. Gefangen. Der letzte ist übrig. Oh, den habe ich gefangen. Ich zeige euch Augesicht. Man darf nicht Pfannkuchen werfen. Entschuldigung. Worüber lachst du denn? Ich kann wirklich anfangen, meine schwarzen Nudeln zu essen. Ich probiere sie gleich. Lecker. Ich bin so hungrig, dass ich alles auf einmal essen kann. So. Das schmeckt wirklich gut. Die leckersten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wow, er hat das alles so schnell gegessen. Wie konnte er nur so viel essen? Das war sehr einfach. Ich bin fertig, also kann Jill weitermachen. Okay, ich muss mir etwas Interessantes einfallen lassen. Oh, Idee. Ich schneide die Pizza in einen Kreis, wie eine Schlange. So hat noch niemand Pizza gegessen. Es wird meine ganz eigene Art sein. Jetzt kann ich sie probieren. Sie ist so süß. Leute, Marshmallow-Pizza schmeckt noch besser als mit Pepperoni. Übrigens habe ich mit meiner Weise alles schneller aufgegessen. Yum.
Wow, meine Arme sind rosa geworden. Wie schön. Martin, unsere Arme sind auch bunt. Leute, es gibt leckeres neues Essen für euch. Jill hat eine riesige Packung Pokésticks und Martin hat eine Flasche Cola. Nancy hat Marshmallow-Menschen bekommen. Alles sieht wirklich cool aus. Nancy fängt an. Ich habe solche noch nie probiert. Lecker und sauer. Ich lege sie auf den Tisch und werde noch mehr davon essen. Interessant, was wird denn passieren? Und der letzte. Oh, diese Süßigkeit ist erfrischend. Cool. Jill, du kannst weitermachen. Oh ja, meine süßen Pokésticks, auch mit Erdbeerengeschmack. Meine Lieblings. Ich kann nicht aufhören. Man kann nie zu viele Erdbeeren haben. Deswegen füge ich noch etwas Erdbeersirup hinzu. Oh ja, sehr lecker. Ich bin fertig. Das war wunderbar. Martin, du bist dran. Hurra! Ich werde jetzt schnell diese riesige Flasche Cola trinken. Ihr werdet es nicht einmal merken. Wow, es ist also ein flüssiges Bonbon. Cool. Sehr süß und lecker. Jill, lass uns Martin einen Streich spielen. Gute Idee. Hey, Mädels, jetzt reicht's. Ich habe genug. Hört auf. Oh, ich bin satt. Martin, du bist ganz schwarz. Und du bist ganz rosa. Nancy, du bist blau geworden. Oh, wo ist sie hin? Jill, wo sind denn alle hin? Hallo, Nancy. Und hier ist Jill. Und wir haben Martin nicht vergessen. Wie wollte er wieder zu Menschen werden? In meinem Astkoffer habe ich genau die richtige Antifarbenmedizin. Wir nehmen es und alles geht weg. Oh, etwas passiert mit mir. Wow, wir sind normal geworden. Super, Glückwunsch. Wir haben diese Challenge geschafft. Hurra! Ist das unsere erste Mahlzeit? Das ist großartig. Wow, der Kuchen. Er ist riesig. Ich wünschte, ich hätte einen Bissen. Ich kann es kaum bei mir aushalten. Beeilen wir uns und probieren wir ihn aus. Nimm dir Zeit, Juli. Wir haben uns unsere Karten noch nicht angesehen. Hier, nimm die. Alex, du hast recht. Fangen wir mit ihnen an. Fantastisch. Ich kann den Kuchen lecken. Und ich darf einen Bissen davon nehmen? Es scheint, dass ich nichts tun darf. Verdammt. Aber das lasse ich nicht so. Lass mir wenigstens die Creme probieren. Das ist gegen die Regeln, Juli. Das darfst du nicht tun. Lecker. Wage es nicht, das nochmal zu tun, sonst habe ich nichts zu lecken. Super. Es ist wirklich köstlich. Ich will mehr. Wow, das ist eine Menge Sahne. Du kannst es endlos lecken. Das ist genug, Alex. Jetzt bin ich dran. Mila hat recht. Du hast für heute genug gehabt. Ich habe mir die Nase mit Sahne eingeschmiert. Das ist auch praktisch. Ich werde noch ein bisschen zu essen haben. Ich weiß nicht, was dich betrifft, aber ich habe auf jeden Fall was zu essen. Gut, das ist so lecker. Jetzt kann ich mich definitiv nicht mehr aufhalten. Ich kann es nicht ertragen, das zu sehen. Wir müssen eingreifen, bevor sie den ganzen Kuchen aufisst. Gib es uns bitte. Nein, natürlich nicht. Ich teile nicht. Ach so? Dann nimm das, Mila. Lass mich los, Alex. Du hast überall Sahne auf deinem Gesicht. Das ist nicht lustig. Jetzt bekommst du auch noch etwas Süßes. Das ist es doch, was ihr wolltet, oder? Du hast Juli genau ins Auge getroffen. Das ist witzig. Was glaubst du, was du da tust, Mila? Ihr wolltet selbst das. Lasst uns weitermachen. Wir haben ein neues Gericht. Diesmal muss ich es öffnen. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Es ist ein Kaktus. Es sieht fantastisch aus. Ich fürchte, er ist zu stachelig. Oh ja, wie schmerzhaft. Du hättest den Kaktus nicht mehr deinen Händen anfassen dürfen. Gut, dass ich ein Pflaster habe. Wir sollten deinen Finger abkleben. Na los, danke vielmals. Und was würde ich ohne dich tun, Alex? Na also, so ist es schon viel besser. Hol die Karten, Mädels.
Fantastisch. Ich werde den Kaktus nicht anfassen müssen. Nicht schon wieder. Ich muss es ablecken. Und ich muss zubeißen. Das würde ich gerne sehen. Mach weiter, Mila. Oh nein, das solltest du lieber tun. Ich bin bereit, mit dir hinzugeben. Und ich bin bereit für dich. Los. Jetzt reicht es aber. Mein Kopf ist dabei, sich in zwei Hälften zu teilen. Spielt Schnick, Schnack, Schnuck und entscheidet so, wer anfängt. Und das ist keine schlechte Idee. Versuchen wir es, Juli. Toll, ich habe gewonnen. Du fängst an. Alex, warum hast du das überhaupt vorgeschlagen? Wir hätten es auch ohne dich geschafft. Das tut weh. Ich habe mich auf der ganzen Zunge gekratzt. Was für ein Albtraum. Ich habe euch nur einen Streich gespielt und ihr habt mir geglaubt. Das ist nicht lustig, Juli. Leck es noch einmal. Nicht schon wieder? Moment mal, ich habe eine Idee. Wir müssen den Kaktus rasieren, dann ist er nicht mehr gefährlich. Ich denke, dieser Modus ist zu schwach. Ich schalte den Turbo-Modus an. Großartig, das funktioniert bei mir. Auf diese Weise kann ich definitiv mit den Nadeln umgehen. Leute, seht mal, es klappt. Ich könnte ein Kaktusfriseur sein. Jetzt reicht es aber. Alle Nadeln fliegen auf uns zu. Fertig, was habt ihr vorhin gesagt? Ups, wie peinlich. Tut mir leid. Stimmt. Komm schon, leg endlich den Kaktus. Schon gut, aber bleibt ruhig. Es ist nicht schwer, die Aufgabe jetzt zu erledigen. Geschafft. Egal, wie sehr ich hinauszögere, ich bin jetzt dran. Ich muss es bald tun und dass wir einen schlechten Traum vergessen. Oh, sehr bitter. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es ist so witzig, das zu sehen. Mila, was glaubst du, was wagst du da? Es tut mir leid, Alex, ich konnte mich nicht aushalten. Das soll dir eine Lehre sein. Hier kommt unser neues Gericht. Ich will es öffnen. Es ist ein riesiger Chupa Chups. Fantastisch. Wow, der ist ja riesig. Ich hoffe, ich darf sie wenigstens ablecken. Lasst uns die Karten richtig mischen, damit es fair ist. Super, ich kann einen Lollipop essen. Na bitte, ich werde es nicht einmal versuchen. Juhu, ich darf den Lollipop ablecken. Das ist nicht fair. Hör auf, wütend zu sein, Mila. Das ist nicht hilfreich. Es ist bereits entschieden. Tut mir leid, Alex, aber ich fange an. In Ordnung, ich überlasse es euch. Aua, warum hast du die Packung an mich geworfen? Ich habe es einfach nicht gemerkt. Juli kann nicht ein Karamellbonbon beißen. Was machst du denn da? Ich glaube, sie ist verrückt geworden. Du schaffst den Lollipop sowieso nicht zerbrechen. Das sehen wir mal. Ich hole mir eine Vorschlaghammer. Komm zur Vernunft, Juli, ich bitte dich. Nein, der Vorschlaghammer hat sich zerbrochen. Dein Plan ist völlig gescheitert. Gib mir den Lollipop. Ich weiß, wie man damit umgeht. Ich könnte ihn auch ablecken. Das war's. Es sieht so aus, als ob es noch eine Weile dauern wird. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Vielleicht eine Maniküre? Fertig. Was kommt als nächstes? Ich versuche, ein Nickerchen zu machen. Nein, es funktioniert nicht. Alex, wie lange dauert es noch? Wir müssen dir helfen. Mila, gib mir sofort meinen Lollipop zurück. Bitte sehr. Ich wollte ihn nicht wegnehmen. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen. Was für ein cooler Apparat. Auf diese Weise kann ich viel schneller Karamell essen. Oh, cool. Es schrumpft. Da habe ich es nicht mehr viel übrig. Das kann ich beißen. Gib mir den Lollipop. Er ist so klein. Sei dankbar, dass er wenigstens noch da ist. Vielen Dank, Alex. Was ist das? Hier ist noch etwas anderes drin als Karamell. Ich hab's. Das ist Kaugummi. Schön. Na bitte, ich hätte es haben können. Juli, du solltest lieber nicht so große Seifenblasen machen. Oh nein, die Blase ist geplatzt. Alex, es sieht so aus, als hättest du recht gehabt. Juli hat sich im Kaugummi verheddert. Findet ihr nicht auch, dass es etwas stinkt? Ich glaube, der Gestank kommt unter dem Deckel hervor. Igitt, Juli, du hast recht. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was da drin ist. Was für ein stinkender Fisch. Aber irgendjemand muss diesen Fisch ja trotzdem probieren. Also, fangen wir besser bald an. Oh nein, ich sollte es ablecken.
Und ich soll ihn beißen. Gut, ich bin die Glückste. Uhu. Au, mein Kopf. Es gibt keinen Grund, sich zu freuen, Mila. Wenn du so nervös bist, Alex, lass mich anfangen. Igitt, ich bleibe lieber weit von diesem Fisch. Hast du deine Meinung geändert? So geht es nicht. Okay, wir müssen uns an die Regeln halten. Nein, ich habe meine Meinung geändert. Ich würde lieber den Fisch nicht ablecken. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Aber ich bin kein Angsthase. Ich versuche es wieder. Alex, lass mich los! Ich helfe dir nur dabei, die Aufgabe zu erfüllen. Ich habe dich nicht gebeten, mir zu helfen. Okay, jetzt bist du dran. Und damit kommst du definitiv nicht durch. Warum hast du das getan, Juli? Ekelregend. Jetzt sieht mir gut, Alex. Hier. Was haben wir da bekommen? Ach du meine Güte, das ist ja eine Bombe. Die sieht wohl kaputt aus. Ach so, die ist essbar. Boah, wie lecker. Ein wahrlich explosiver Geschmack. Das ist unmöglich. Einfach genial. Ich würde sie auch gerne probieren. Wow, bist du schon fertig? Noch ein letztes Liter ist geblieben. Oh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Stoppuhr gegessen habe. Voll lecker. Was ist das für ein Geräusch? Das kommt von da. Das ist ja eine echte Bombe. Was sollen wir jetzt tun? Was ist hier los? Hallöchen. Ihr braucht hier Hilfe? Ich werde euch helfen können. Das war's, jetzt seid ihr in Sicherheit. Was ist das denn? Ich frage mich, ob das explodieren wird. Ich muss mich wohl beeilen. Weiß jemand, wie das geht? Oh, der Timer ist noch schneller geworden. Ich muss gehen. Mach's gut. Oh, die fliegt ja hoch. Was sollen wir jetzt mit der Bombe machen? Keine Panik, ich habe einen Plan. Wie soll das helfen? Das Huhn vielleicht? Sicher nicht. Und das hier? Nein, pack das weg. Bist du langweilig? Okay, ich hab's gefunden. Das sollte definitiv funktionieren. Jetzt muss ich den richtigen Draht finden. Bitte, hoffentlich klappt das. Bitte, Mary. Es hat geklappt. Nein, die Zeit läuft noch schneller. Du meine Güte. Oh Mann, ich bin voller Schokolade. Ich auch. Wer von uns schafft mehr Schokolade? Das werden wir sehen. Noch eine und noch eine. Unentschieden. Das war großartig. Na dann, fangen wir mal an. Oh, ich bin so glücklich. Das ist ein neues iPhone. Ich habe auch eins. Haben wir etwa die gleichen Geschenke? Keine Ahnung. Wir müssen es überprüfen. Oh, das fühlt sich so toll an. Und die ganzen Apps. Wieso funktionieren die nicht? Ach so, das ist ja ein Schokoladen-iPhone. Sowas habe ich noch nie probiert. Wow, wenn du ein Schokoladen-iPhone hast, habe ich ein echtes. Super. Zeit, ein paar Selfies zu machen. Ja, voll die coole Idee. Lächeln. Du ruinierst mein Foto. So ist besser. Na, warte. Meine Rache wird grausam sein. Oh, meine Güte. Oh nein, mein iPhone. Das geschieht dir recht. Du hast mich erschreckt. Ups. Oh, wo war nochmal mein Schokoladen-iPhone? Oh nein, mein neues iPhone ist kaputt gegangen. Es war niegelnagelneu. Ah, ich habe eine Idee. Mary, was willst du? Lass uns Handys tauschen. Ja, wieso auch nicht? Oh nein, dein iPhone ist doch kaputt. Du hast mich reingelegt. Ist mein Schokoladen-iPhone? Gib es zurück. Oh Mann, es ist nur ein kleines Stückchen geblieben. Hä?
Schokoladenaufladegerät? Ich bezweifle, dass das hilft, okay. Aber es ist einen Versuch wert. Wow! Jetzt kann ich dieses iPhone endlos essen. Wow, Mary, da hast du ja Glück gehabt. Beneide mich schweigend. Wie lecker. Vielleicht kann ich mein iPhone ja auch aufladen. Es ist einen Versuch wert. Hast du eine Frisur? Du meine Güte! Ich will Erste sein. Wow! Wahnsinn! Meine Lieblingskinderüberraschungen. Ich habe auch welche. Ganze sechs Stück. Was? Du auch? Aber wer von uns hat Schokolade und wer hat echte Eier? Oh ja, ich habe Schokolade. Dann fange ich mal gleich an. Milchschokolade, der Wahnsinn. Da sind M&M's Bonbons drin. Doppelt so lecker. Wow, sowas will ich auch haben. Ja, ich habe ja meine eigenen Kinderüberraschungen. Da war ein echtes Ei drin. Wie eklig. Ha, geschieht dir recht. Das ist voll unfair. Ich hoffe, das nächste Ei wird nicht so sein. Jetzt habe ich Angst. Nein, da war auch ein Eigelb drin. Ich hasse es. Sieht ja furchtbar aus. Ich mag die Runde. Schließlich sind die Kinderüberraschungen das Beste auf der Welt. Die sind selbst aus Schokolade. Und drinnen warten auch noch Überraschungen auf dich. Oh, kleine Schokokugeln. Die liebe ich. Ich will auch eine Kinderüberraschung haben. Chelsea, gib mir was. Nein, ich gebe dir nichts. Das gehört mir. Chelsea, du bist voll gierig. Was soll ich tun? Ah, ich habe eine Idee. Ich werde Chelsea austricksen. Vielleicht versteht sie dann, dass man mit Freunden teilen muss. Was nehme ich mir als nächstes? Das hier. Boah, nee. Wieso schmeckt das so eklig? Hat's dir nicht gefallen? Ah, du steckst da dahinter. Jetzt wart's mal ab. Oh, mein Gesicht. Dein Prank ist nach hinten losgegangen. Boah, wie eklig. Du musst alle deine Kinderüberraschungen aufessen. Nicht das. Okay, das sind ja schließlich die Regeln. Ich habe eine bessere Idee. Einen Moment. Was hast du vor? Ich nehme mir ein Ei. Ups. Ich nehme mir ein Ei, schlage es in die Pfanne auf. Und daraus mache ich jetzt Spiegeleier. Das sieht köstlich aus. Kann ich was probieren? Nein, die sind für mich. Wie auch immer. Ein gefährlicher Kochtrick. Wow, das fliegt hier hoch. Na, warte. Oh, steht dir gut. Oh, Mann. Ich werde nie wieder kochen. Ich fange an. Wow, das ist ja ein McDonald's-Set. Super. Oh, ich habe genau dasselbe. Ich probiere meins zuerst. Die Cola löscht perfekt meinen Durst. Hä, was ist denn da passiert? Ach so, ich habe eine Schokoladen-Cola. Ich liebe Schokolade. Wow, voll cool. Da sind ja M&M's drin. Cool. Wahnsinn! Das ist die perfekte Kombination. Ich will auch sowas haben. Yeah. Probieren wir mal. Oh nein, jetzt bin ich klatschnass. No. Na, hat dir deine Cola-Dusche gefallen? Daran ist nichts lustig. Ups. Wie schade, dass du deine Cola nicht mehr hast. Die Pommes sind ja auch aus Schokolade. Ist ja cool.
Sowas hat noch nie jemand probiert. Ich will gleich alles aufessen. Köstlich. Ich krieg gar nicht genug davon. Selbst die Packung ist essbar. What? Ist das dein Ernst? Yeah! Du verarschst mich doch. Die ist nicht essbar. Mann, jetzt bin ich ganz ohne Pommes und ohne Cola. Reg dich nicht auf. Hier hast du was. Oh, vielen Dank. Das ist wirklich köstlich. Yeah!